Am Sonntag ist es in der Gemeinde Möhnsheim spannend geworden, denn die Bürgermeisterwahl stand auf dem Programm. Der bis dahin amtierende Bürgermeister Thomas Fritsch stand aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Stattdessen haben sich drei neue Gesichter aufstellen lassen. Umso spannender war dann die Wahlverkündigung. 57% der Stimmen sind auf Michael Maurer entfallen. Und daher hat es der 25-Jährige direkt beim ersten Wahlgang gepackt. Ich bin überwältigt. Sie sehen einen stolzen, einen glücklichen Michael Maurer. Der weiß, dass er mit dem einen oder anderen an Geschäft erwartet wird und auf dem die Erwartungen berechtigterweise natürlich liegen. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dieser Bürgerschaft und gemeinsam mit dem Gemeinderat die Erwartungen erfüllen und gemeinsam Möhnsheim auch über 2040 hinweg gestalte, so wie ich es angekündigt habe. Für den Beginn seiner Zeit als Bürgermeister hat er sich bereits Pläne zurechtgelegt, wie er sein neues Amt leiten möchte. Also zum einen kann sich, glaube ich, Möhnsheim nicht leisten, stehen zu bleiben. Ich glaube, wir müssen den Prozess, den regulären Prozess aufrechterhalten. Stichwort Agenda 2030. Das sind Gemeinderatsbeschlüsse, die getroffen wurden. Da müssen wir weitermachen. Da müssen wir an Kommunikation zulegen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube also praktisch diese Kontinuität sozusagen in erster Linie fortführen und dann erst übergehen in die eigenen Akzente. Darum wird es, glaube ich, gehen. Ja. Die anderen beiden Kandidaten Paul Czerkis und Christoph Friedrich erhielten 14,78 und 25,55% der Stimmen. Sie zeigten sich als faire Verlierer. Man sieht ja, er hat sich auch sehr eingebracht, gute Ideen gehabt, gute Vorschläge. Von daher freut mich, dass es heute für ihn geklappt hat. Dass er das, was er angehen möchte, dass er das gut schafft und auch verwirklicht im Sinne der Möhnsheimer und Möhnsheimerinnen. Michael Maurer wird ab August die Geschicke der Gemeinde Möhnsheim lenken. Der ab diesem Zeitpunkt nun abgewählte Bürgermeister Fritsch wünscht seinem Nachfolger ein gutes Händchen bei der Führung der Gemeinde. Ich wünsche ihm, dass er gut ankommt, dass er von mir die Geschäfte gut übernommen bekommt. Und dann wünsche ich ihm vor allen Dingen, dass er das Vertrauen der Belegschaft, davor gehe ich auch aus, und vom Gemeinderat und von der Bevölkerung bekommt, weil es ist für einen Außenstehenden, er hat sich sehr gut informiert im Vorfeld, aber es ist dann doch für einen Außenstehenden sehr schwierig, dann in die Tiefe einzusteigen, da braucht er sicherlich ein paar Tage. Und das wünsche ich ihm, dass er das und das gut gelingt. Insgesamt waren 2.317 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Davon haben 1.279, also gut 55%, ihr Wahlrecht auch ausgeübt.